Ahoi Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Zottel zockt. Ich bin Zottel und heute gibt es einen Guide zum Eisenerz. Eisenerz in den Anfängergebieten. In New World gibt es tonnenweise verschiedene Ressourcen zu ernten, abzubauen und zu sammeln. Ihr werdet viele dieser Materialien zu Beginn des Spiels benötigen, wenn ihr eure handwerklichen Fähigkeiten verbessern möchtet. Eine häufige Ressource, die viele Spieler brauchen und nicht finden können, ist Eisenerz. In diesem Guide zeige ich euch, wo genau ihr Eisenerz in New World finden könnt. Wo finde ich Eisen in Eternum? Eisenerz befindet sich in den Hochlandgebieten der Karte. Ihr könnt dies sehen, indem ihr eure Karte öffnet und zur Registerkarte Ressourcenstandorte geht. Eisen erfordert eine Bergbaufertigkeit von 25, um auf eurem Kompass angezeigt zu werden. Eisenerzstandorte. Das Finden eines guten Eisenerzspots zu Beginn des Spiels hängt davon ab, wo ihr startet. Ich habe einige gute Orte aufgelistet, aus denen ihr basierend auf eurer Startzone wählen könnt. Erstes Licht, Vollmondmoor. Wenn ihr in erstes Licht startet, gibt es einen guten Platz in der Nähe der Wolfshöhle. Geht zum besagten Standort und schaut in die Höhle und umliegende Bergkette, um die Eisenadern zu finden. Ihr solltet zwischen 40 und 100 Eisenerz pro Ader erhalten. Lethems Hacke, Nordgabelung. Ein weiteres gutes Gebiet für Eisenerz ist Lethems Hacke an der Nordgabelung auf der Karte. Es ist ein nahes Gebiet, wenn ihr in erstes Licht startet, aber die Mobs sind ungefähr Level 20, also passt ein bisschen auf. Königsfels Demiklo Bergwerk. Ein ausgezeichneter Ort für den Eisenabbau im frühen Spiel ist östlich von Königsfels. An dieser Stelle findet ihr einen Bergbauschacht, in dem sich normalerweise zwei Eisenknoten befindet. Baut ihr diese ab, solltet ihr zwischen 40 und 80 Eisen pro Ader bekommen. Nasspelzschlucht Windkreis. Ein weiterer Spot liegt südlich von Windkreis bei der Nasspelzschlucht. In diesem Gebiet gibt es mehrere Adern, an denen ihr etwas Eisen abbauen könnt. Immerfall Steinreich. Direkt in der näheren Umgebung von Immerfall gibt es eine ganze Bergkette, in der ihr Eisenerz finden könnt. Heimreise. Eine Sache, die ihr beim Abbau von Eisen beachten solltet, ist, dass es sehr viel wiegt. Ihr werdet anfangs nicht viel davon brauchen, um euren Charakter zu überladen. Stellt also sicher, dass ihr einen Schnellreisestandort für ein nahegelegenes Lager oder eine Siedlung zur Verfügung habt, damit ihr eure Ressourcen schnell deponieren könnt. Wisst ihr, was nicht so schwer ist wie Eisenerz? Der Like-Button. Also gebt ihm doch bitte einen kleinen Stupser und helft mir, dem Channel zu wachsen. Danke fürs Anschauen, euer Zottel. Ciao.